Herzlich willkommen im Light Novel Dungeon, ich bin Stefan und heute darf ich euch etwas Besonderes vorstellen. Für diese Review habe ich mich mit unserem Bibliothekar Dakunia zusammengesetzt, um euch eine deutsche Light Novel vorzustellen. Hoshino Hoseki oder zu deutsch Sternjuwel heißt das Ganze und wird von einer Firma veröffentlicht, die eigentlich eine App entwickelt, mit der ihr Japanisch lernen könnt. Ob das funktioniert, erfahrt ihr in dieser Review. Ein kurzer Disclaimer vorneweg, das Exemplar für diese Review wurde uns vom Publisher MadoCorp zur Verfügung gestellt, unter der Auflage, dass eine Review zu diesem Buch geschrieben werden soll. Eine Einflussnahme auf die Review gab es nicht, nur der Veröffentlichungszeitpunkt wurde uns vorgegeben. Dieses Review bezieht sich vorerst nur auf das zur Verfügung gestellte Review Sample. Offizielle Beschreibung. Dies ist die offizielle Beschreibung für den Band 1 der Light Novel Hoshi no Hoseki zu Deutsch Sternjuwel von Madokor. Als Jun Tanaka seinen ersten Schultag an der Mario Machi High antritt, fällt ihm schnell das süße Mädchen am Nachbartisch auf. Sowie ihre Fuchsohren und Schwänze? Als wäre das nicht genug. Er ist der Einzige, der ihre besonderen Eigenschaften sehen kann. Das Fuchsmädchen Riko Kyomi weiht ihn in ihr Geheimnis ein. Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Sie bittet John um Hilfe und gemeinsam mit Rikos Freunden Yuji und Aoi gehen sie als Fuchsgöttinnen-Ermittlerteam dem Rätsel um die mysteriöse Fuchsgöttin nach. Werden sie das Geheimnis lüften können oder wird ihnen jemand oder etwas dabei im Weg stehen? Allgemeine Information. Tatsächlich ist dieses Buch auf eine eher merkwürdige Art und Weise entstanden. Eigentlich ist Madocorp ein Entwicklerstudio, das japanisch Lern-Apps entwickelt, wie zum Beispiel Kawaii Nihongo, zu Deutsch süßes Japanisch, oder auch Kawaii Dungeon, zu Deutsch süßer Dungeon. Und sollte ich mir Sorgen machen, dass die sich auch jetzt hier irgendwo rumtreiben? Haruhi hat mir eigentlich schon gereicht. Aber kommen wir mal zurück zum Review. Lasst mich euch doch noch ein wenig etwas zur Geschichte hinter diesem Buch erzählen. Ursprünglich kam der Entwickler Madocorp auf Mia Martin zu, damit diese ein paar Visual Novel-ähnliche Szenen für die App Kawaini Hongo schreibt. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die bunte Welt von Kawaini Hongo doch ein paar dunkle Geheimnisse rund um die Madokorb und die Stadt Maruimachi birgt. Man hat sich daher entschieden, das Ganze in eine eigene Novel auszugliedern, da dies so nicht in die süße, unschuldige Japanisch-Lern-App hineinpasst. Geschrieben wurde die Leitnovel von Mia Martin, die Idee für die Welt stammt von Jan Malte Dittmar und die Illustrationen. Für dieses Buch wurden von Rosori beigesteuert. Als Verleger tritt hier der Entwickler der App Madocorp auf. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Claudia Kawai. Für den Satz und um die Herstellung zeichnet sich Jan Malte Dittmar verantwortlich. Solltet ihr den Namen schon mal gehört haben, tatsächlich wurde dieses Buch schon einmal in einer kleinen Auflage auf Deutsch veröffentlicht, die nur über den Internetshop von Madoc und auf ein paar Conventions erhältlich war. Der Entwickler plant nun das Buch in einer neuen Auflage mit leichten inhaltlichen Anpassungen und neuen Illustrationen erneut auf den Markt. Zu bringen. Dazu wurde ein Kickstarter ins Leben gerufen, um den Druck der neuen Auflage zu finanzieren. Diese neue Auflage haben wir als Review Sample erhalten. Hier gibt es noch zu erwähnen, dass die vorliegende Fassung noch nicht komplett final war. Das Lektorat war in der vorliegenden Fassung noch nicht vollständig abgeschlossen. Deshalb gibt es die Aussagen zur Übersetzungsqualität und Layout in einem Update zu späterer Zeit, sobald ich selbst eine fertige Fassung des Buches in den Händen hatte. Die Charaktere. Wie ihr es ja schon gewohnt seid, möchte ich euch auch hier die Charaktere des Buches näher vorstellen. Die Beschreibungen und Eigenschaften der Figuren sind dabei dem Beginn der Novel entlehnt Junichi Tanaka. Er ist gerade frisch nach Maruimachi gezogen und, und will sich nur auf seiner neuen Schule zurechtfinden. Da merkt er, dass seine Klassenkameradin Riko Fuchsohren und einige Fuchsschwänzer hat. Er ist der einzige, der Rikos Geheimnis kennt. Er mag Videospiele und all you can e Dramen. Was er nicht ausstehen kann, ist es Riko traurig zu sehen. Riko Kyomi. Ein mysteriöses Fuchsmädchen. Allerdings weiß niemand außer Junichi darüber Bescheid. Sie hat auch das Problem, dass sie sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern kann. Ihre Leibspeise ist Kitsune Udon und sie liebt heiße Quellen. Unehrlichkeit und Unfairness gehören dabei zu den Dingen, die sie nicht ausstehen kann. Yuji Nakamura, einer von Rikos Freunden und ihr größter Fan. Yuji ist ein riesiger Otaku. Er liebt Kimono Mimi, also Anime-Mädchen mit Tierohren und das Paranormale. Was er nicht mag, sind unvorteilhafte Chancen bei Gacha-Handyspielen und auch Verschwörungstheorienkräfte sind ihm ein Dorn im Auge. Aoi Tenjo, Rikos beste Freundin und Ass des Leichtathletikteams. Sie ist auch ein bisschen Yuji's Rivalin und hält ihn ein wenig im Zaun. Aoi mag es zu laufen und ist immer dafür zu haben, Verschwörungstheorien zu entkräften. Allerdings verliert sie nicht gerne und hat auch nicht gerne Unrecht. Unsere Meinung zum Buch Hoshi no Hoseki als wir von Madocorp angeschrieben wurden, ob wir diese Novel nicht reviewen wollten, haben sich unser Dungeon-Bibliothekar Dakoni und ich uns schon auf eine seichte Slice-of-Life-Novel eingestellt, die uns beim Durchlesen vielleicht noch ein bisschen Japanisch beibringen könnte. Das ist allerdings nicht das, was euch in dieser Novel erwartet. Hoshino Hoseki, oder zu Deutsch Sternjuwel, hat insgesamt eher wenig mit der App Kawaii Nihongo zu tun. Japanisch lernen könnt ihr mit diesem Buch im Gegensatz zur App nicht. Stattdessen kann man das Ganze als eine Erweiterung der Welt rund um Riko, Jun, Aoi und Yuji sehen. Die Novel ist dabei ein eigenständiges Werk in der Welt, die man vielleicht schon aus der App kennt. Es hat Dakunio und mich sehr gefreut, dass man, um diese Novel verstehen zu können, kein Vorwissen aus der App desselben Universums benötigt. Das macht das Buch auch für Leser interessant, die mit dieser Truppe noch nie etwas am Hut hatten. Aber auch an die Fans aus der App hat man gedacht und serviert hier eine eigene, Neue Geschichte. Ich könnte an dieser Stelle noch viele Worte über den Inhalt verlieren, aber im Grunde fasst die Beschreibung zum Buch das Wichtigste für euch schon zusammen. Nur so viel noch zur Ergänzung: Die Stadt Maruimachi war nicht immer eine glänzende moderne Stadt, wie sie im Buch vorgestellt wird. Erst vor 20 Jahren hat sich die Madokorb, diese hat übrigens nichts mit dem Publisher dieses Buches zu tun, oder etwa doch? Dort niedergelassen und das kleine Bergdorf in eine moderne Stadt verwandelt. Das Unternehmen hat eine Schule, eine Bibliothek und vieles mehr erbaut und ansonsten für ein viel angenehmeres Leben in der Stadt gesorgt. Die Firma steht daher hoch in der Gunst der Bewohner von Maruimachi. Etwas lustig finde ich den Fakt, dass der Herausgeber des Buches sich in seiner App und in diesem Buch als Großkonzern darstellen will, irgendwie dann doch. In Wahrheit ist es ja nur ein kleiner App-Entwickler aus Aachen aber ein wenig Selbsthumor schadet an dieser Stelle sicher nicht. Das Buch erzählt uns primär von dem, was Jun und seine neu gewordenen Freunde Riko, Aoi und Yuji in ihrem Alltag erleben. Wir lernen ein wenig etwas über sie. Und die Stadt, in der sie leben. Die Szene, in denen die vier Freunde einfach ihrem alltäglichen Leben nachgehen, sind nachvollziehbar und komödiantisch geschrieben und das Buch hat mich an ein paar Stellen wirklich zum Schmunzeln gebracht. Also das, was man bei einem solchen Buch eigentlich erwarten würde, nicht wahr? Dieser Teil des Buches hat mich gleich abgeholt und ich habe mich schon auf ein leicht fluffiges Buch gefreut, bei dem ich einfach abschalten kann. Vor allem nach einer harten Woche in der Schule hat sich dieses Buch förmlich angeboten. So entspannt sollte das Buch allerdings nicht. Nicht bleiben. John möchte Rico helfen, ihr Gedächtnis wieder zu langen. Unter dem Vorwand, dass sie die ungewöhnlich vielen Füchse der Stadt und die möglicherweise damit zusammenhängende, dem lokalen Glauben entstammende Fuchsgöttin untersuchen wollen, bringen die beiden ihre Freunde Aoi und Yuji mit ins Boot. An dieser Stelle wird aus der Slice of Life Novel mehr eine Mystery Novel. Ich bin mir an dieser Stelle nicht ganz einig mit dem Dakon darüber geworden, ob das nun eine gute oder eine schlechte Entscheidung seitens der Autorin und Madukorp war. Das Problem in dem Sinne ist einfach, dass das Buch sich für unser beider Geschmäcker viel zu stark auf die Mystery-Elemente konzentriert hat und dabei den guten Slice of Life-Comedy-Anteil des Buches ein bisschen in den Hintergrund rückt. Vielleicht ist die Mystery auch einfach etwas zu dick aufgetragen worden in diesem ersten Band. Zu Ricos Gedächtnisverlust kommen nämlich noch ein paar weitere Rätsel rund um die stadtbekannte Firma Madokor. Ich kann nicht so ganz verstehen, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Insgesamt sind die Rätsel, die sich im Laufe des Buches stellen und die mögliche große Verschwörung rund um einen Konzern, der die Stadt aufgebaut hat, natürlich spannend zu lesen und lassen einen die Seiten nur so umschlagen. Das Buch übertreibt es allerdings mit der ganzen Mystery einfach zu sehr gegen Ende und ein paar Dinge passieren passieren einfach aus heiterem Himmel, so dass ich mich einfach nur gefragt habe, was zur Hölle da eigentlich gerade passiert ist. Es passte irgendwie nicht so ganz zusammen mit dem Rest des Buches. Wiederum endet der erste Band so, dass man den zweiten direkt lesen möchte. Ob man nun solche Cliffhänger mag oder nicht ist aber jedem selber überlassen. Mir persönlich hätte es gereicht, dass sich dieser Band nur auf das eine Rätsel rund um Ricos Gedächtnisverlust konzentriert hätte und dafür mehr von dem lustigen, leichtherzigen Slice of Life enthalten hätte. Die Mystery ist ja durchaus gut gemacht, indem sie dazu anregt, sich Gedanken zu machen, was eigentlich los ist in dieser Stadt. Aber ich denke, eine Entzerrung der Vorkommnisse und vielleicht ein etwas besseres Pacing hätte dem Buch oder dem Werk als Ganzes geholfen. Positiv ist mir der westlichere Schreibstil aufgefallen. Ich habe Sicher schon mal erwähnt, dass ich bei Light Novels immer wieder mal ein Problem damit habe, herauszubekommen, wer da eigentlich gerade spricht. Dies liegt daran, dass im Japanischen die Dialoge meist so geschrieben sind, dass man an der Art, wie jemand spricht, erkennen kann, wer gerade redet. Sowas geht bei Übersetzungen gerne mal verloren. Da dieses Buch aber im Grunde eine Original English Light Novel ist, hat man dieses Problem hier nicht. Man weiß immer, wer gerade spricht, weil es mit dem typischen Sagte Rico. Beispielsweise klargestellt wird. Positiv am Schreibstil fallen mir auch die guten Beschreibungen auf. Man erfährt gut, wie sich die Figuren gerade fühlen. So scharte Jun auch schon mal aus Verlegenheit mit den Füßen im Boden und immer wieder laufen Charaktere rot an wie eine Tomate. Vor allem bei Rico ist dies sehr auffällig, da ihre Ohren und ihr Fuchsschwanz sehr genau zeigen, wie sie sich fühlt. Ist sie glücklich, stellen sich ihre Ohren und ihre Schwänze auf, hat sie Angst oder ist bedrückt, legt sie ihre Ohren an. Die Illustrationen von Rosori fügen sich sehr gut in das Buch ein und verstärken irgendwie noch den Eindruck, dass mehr Slice of Life und etwas weniger Mystery dem Buch gut getan hätte. Die Illustrationen sind einfach sehr süß gestaltet. Normalerweise würde ich euch an dieser Stelle noch gerne etwas zum Layout des Buches und ähnlichem schreiben wie zum Beispiel die Übersetzungsqualität und so weiter. Es wäre allerdings an dieser Stelle nicht ganz fair dem Buch gegenüber, da ich hier nur ein nicht lekturiertes Review-Sample vorlegen habe und ich will dem Buch ja eine faire Chance geben. Daher wird das Text-Review zu diesem Buch noch einmal ergänzt. Fazit. Insgesamt wurden Dako und ich durch das Buch sehr gut unterhalten, die Slice of Life-Elemente wissen zu gefallen und die Story fängt sehr leichtherzig an und lädt dazu ein, ein paar unterhaltsame Stunden mit Rico und ihren Freunden zu verbringen. Ein Problem findet sich nach unserer Meinung darin, dass die Mystery etwas zu dick aufgetragen ist und es einfach zu viele rätselhafte Vorkommnisse auf einmal sind, die die Aufmerksamkeit des Lesers wecken wollen. Dabei ist die Mystery ja nicht schlecht geschrieben, es ist einfach nur sehr viel auf einmal und aus heiterem Himmel. Das Buch versucht, Einfach zu rätselhaft zu sein und konzentriert sich daher leider zu wenig auf den Alltag der Charaktere, was ich etwas schade finde. Sollte das Buch euer Interesse geweckt haben, könnt ihr Marduk bei seiner Kickstarter-Kampagne unterstützen, um den Druck einer neuen Auflage zu finanzieren. Das Ziel liegt hierbei bei gerade mal 500 Euro. Also, wenn ihr helfen wollt, dieses Ziel zu erreichen, könnt ihr die Kampagne unterstützen. Einen Link zum Kickstarter habe ich euch unten in der Beschreibung. Und sollte euch diese Review gefallen haben, überlegt doch, ob ihr den Light Novel Dungeon abonnieren wollt. Wir posten immer wieder Reviews zu verschiedenen Light Novels. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Falls ihr Wünsche und Anregungen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und Kritik ist bei uns auch gerne gesehen, solange sie konstruktiv ist. Ich gehe mich jetzt weiter in die Tiefen des Dungeons verirren und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe für das nächste Review.